Mögt ihr auch so gerne Maronen wie wir? Ja, wenn dem so ist, bleibt auf jeden Fall dran. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt schon gesehen, heute geht es an die Maronen. Maronen wie vom Weihnachtsmarkt, für mich absolutes Herbst- und vor allen Dingen Winter- und Weihnachtsgefühl. Und naja, wir sind jetzt im November, da kann man schon langsam in Weihnachtsstimmung kommen, finde ich. Nun habe ich auf TikTok gesehen, dass man Maronen noch leichter in der Heißluftfritteuse machen kann. Wir haben uns vor einigen Monaten eine Heißluftfritteuse gekauft, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Ihr seht sie jetzt gleich in der Küche. Verlinkt ist sie natürlich unten auch, wenn ihr interessiert seid. Und ja, wir wollen schauen, ob das funktioniert, Maronen lecker hinzubekommen wie vom Weihnachtsmarkt in der Heißluftfritteuse. Und ja, ich würde sagen, ich schnack nicht lang, wir starten. Mich würde es riesig freuen, wenn du vorher noch hier unten den Abo-Button drückst, dann verpasst du nichts. Und ja, wenn du das Glöckchen aktivierst, wirst du sogar informiert, wenn es was Neues gibt. Schreib mir mal unten in die Kommentare, ob du auch Maronen liebst, magst, nicht magst. Und ja, dann starten wir jetzt. Und damit sind wir in der Küche angekommen. Ihr habt gesehen, dass ich die Maronen schon eingeritzt habe. Wie genau, zeige ich und erkläre ich euch jetzt gleich noch. Ich hatte, ich glaube, im letzten Jahr schon mal ein Video gemacht über das Maronenrösten, allerdings im Backofen. Jetzt wollen wir das Ganze in der Heißluftfritteuse machen. Die haben uns vor ein paar Monaten angeschafft und sind total begeistert von dem Teil. Zeige ich euch gleich ein bisschen näher. Erst kommen wir zu den Maronen. Ich habe im Discounter so ein ganz normales 500 Gramm Netz geholt und die Maronen, die müssen erstmal eingeschnitten werden. Und zwar nicht an der flachen Seite, sondern an der gewölbten. Und ich schneide die immer kreuzförmig ein. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu tief schneidet, denn sonst ist die Gefahr sehr groß, dass die Maronen trocken werden beim Backen, beim Rösten. Und zum Kauf habe ich noch einen Tipp, denn für mich ist das jetzt dieses Jahr der zweite Anlauf. Der erste ist gnadenlos schief gegangen. Denn was mir nicht bewusst war, ist, dass Maronen eine sehr geringe Haltbarkeit haben. Bei Zimmertemperatur gerade mal eine Woche. Und ja, ich hatte die so 3 Wochen da liegen. Von außen sahen sie noch so aus. Innen waren sie aber, ja, teilweise schon hohl, teilweise verschimmelt und es war keine schöne Sache. Ja, zum Kauf. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Wichtig ist, je schwerer, desto besser und die dürfen sich auf gar keinen Fall hohl anhören, weil ja, dann ist die Gefahr einfach groß, dass da halt nicht mehr viel Schmackofatziges drin ist. Soviel zu den Maronen. Ich habe die jetzt heute gekauft, eingeritzt und bereite sie zu in der Hoffnung, dass alles gut geht. Es gibt noch einen zweiten Test, woran man sieht, dass die Maronen noch gut sind, denn die werden jetzt erstmal baden. Die dürfen jetzt eine Stunde im Wasser planschen. Und ja, wenn die Maronen unten bleiben, ist alles gut. Und wenn die Maronen oben an der Wasseroberfläche schwimmen, dann ja, sind sie leicht und sind schlecht. Aber die schwimmen alle schön unten, beziehungsweise liegen alle unten. In meinem ersten Anlauf schwammen die alle oben und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Von daher, ja, so sollte es aussehen. Die dürfen jetzt eine Stunde planschen. Wenn ihr wollt, auch 2 oder 3. Das ist Schnurzpiep. Das hat einfach den Effekt, dass sie nochmal schön Feuchtigkeit ziehen und sich dann nachher besser pellen lassen und natürlich auch schön saftig sind. Ja, von daher eine Stunde und dann geht's weiter. Etwas mehr als eine Stunde ist vergangen und die Maronen sehen jetzt so aus. Die sind auch schwerer geworden. Ich denke mal, die haben sich ja ein bisschen mit Wasser vollgesogen. Und ja, jetzt zeige ich euch die Fritteuse, die ich jetzt verwenden werde. Und ja, dann natürlich auch die Zeit und Temperatur. Hier haben wir das schöne Teil. Das haben wir uns vor ein paar Monaten auf Amazon bestellt. Wir waren auf der Suche nach einer Heißluftfritteuse, weil wir gerne Pommes essen, aber ja, weniger Fett haben möchten. Und die Pommes aus dem Ofen haben uns nicht geschmeckt. Ja, wir haben uns online eine gekauft, weil im Laden die Produktpalette sehr groß war und man sehr schnell sehr hochpreisig unterwegs war und wir echt überhaupt keinen Plan hatten, ob das alles wirklich so notwendig ist. Das Teil hier ist noch im zweistelligen Bereich. Ich werde es euch unten verlinken und wir haben schon einige Sachen darin zubereitet und sind nach wie vor sehr zufrieden. Ist ein riesengroßes Körbchen, so sieht's aus
Und ja, wie gesagt, schon oft benutzt und ja, immer noch wie neu. Ne? Nach jeder Benutzung mit Spülmittel und einem Mikrofasertuch wasche ich es aus und dann war es das auch schon wieder. Die Maronen, die dürfen jetzt hier rein. Schwupp. Und die dürfen jetzt bei 200 Grad für 15 Minuten schön backen. Eventuell müsst ihr mal schauen, 20 Minuten, aber ich schalte jetzt erst nach 15 ein. Meine Freunde, die Viertelstunde ist um, es riecht hier wie auf dem Weihnachtsmarkt und wir gucken jetzt gemeinsam rein. Ich habe noch nicht geguckt. Wow, das sieht richtig gut aus. Schaut mal, die werden sich mega easy pellen lassen. Leider beschlägt gerade die Linse. Packen wir das Ganze mal in eine Schüssel. Schön knusprig, lecker, lecker. Boah, das hat mega gut geklappt. Ich bin begeistert. Nicht verbrannt. Schön saftig, würde ich sagen. Ich kann es jetzt noch nicht pellen, weil es noch zu heiß ist. Aber mal hier mit dem Topflappen vielleicht. So, mal da so ein bisschen checken. Ja, super easy. Hier, schaut mal. Das geht so ab. Boah, ich habe noch nie Maronen gehabt, die sich so leicht pellen lassen. Seht ihr das? Ja, mega Tipp. Ich habe es online gesehen mit der Fritteuse, wollte es auf jeden Fall ausprobieren und ja, tausendmal besser als im Backofen, finde ich. Und ja, es riecht wie am Weihnachtsmarkt und ja, ich würde sagen, wir lassen es uns schmecken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hatte den Hack noch gesehen, dass falls sich die Schale nicht gut lösen sollte, dass man einfach so einen Teelöffel Salz drüber gibt, Handtuch drüber und ein paar Minuten ziehen lässt, dann soll es wohl besser klappen. Aber ist hier gar nicht notwendig, das geht so ab, easy peasy. Boah, ich freue mich jetzt aufs Essen. Ja, schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schreibt mal, ob ihr auch gerne Maronen esst. Für mich ist das ein absolutes Muss in der Winterzeit. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!